Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Lange habe ich es angekündigt, wir starten eine Formel 2 Karriere als Mick Schumacher, Sohn des siebenmaligen Formel 1 Weltmeisters Michael Schumacher und schon jetzt für viele die neue große deutsche Hoffnung am Motorsporthimmel. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und starten direkt mal in diese Karriere rein. Wir gehen auf Meisterschaften. Und dann wählen wir hier die 2019er FIA Formel 2 Championship aus. Da sehen wir auch schon, es wird gefahren in Bahrain, Aserbaidschan, Spanien, Monaco, Frankreich, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, Italien, Russland und Abu Dhabi. Und das wirklich Interessante an dieser Formel 2 ist, dass es zwei Rennen gibt. Ihr seht, es gibt ein Hauptrennen und es gibt ein Sprintrennen, was ein bisschen kürzer ist. Und die Besonderheit an diesem Sprintrennen ist, dass die ersten 8 des ersten Rennen sind umgekehrte Reihenfolge beim zweiten Rennen starten. Also ich finde das eine coole Sache und ich glaube, das könnte eine richtig spannende, ja, Karriere, ein richtig spannendes Let's Play werden. Vor allem, weil die Bolidenleistungen nahezu gleich sind. Also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, anders wie in meiner F1-Karriere, als ich am Ende mit dem McLaren alles wegdominiert habe. Also von dem her, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und mit mir gemeinsam die Reise des Mick Schumacher in seiner 2019er Formel 2 Karriere angehst. So, jetzt gehen wir aber da rein. Das ist sogar schon vorausgewählt. Perfekt. Mick Schumacher, da haben wir ihn schon. Ah, sein Teamkollege. Sehr schön. So, jetzt können wir hier ein paar Sachen einstellen. Ich würde sagen, wir... Genau, pass mal auf. Ich mache das so. Ich mache Training rein. Ich werde das aber jetzt gleich überspringen, die Session. Und ansonsten nutze ich dann das Training als für mich im Stillen und werde euch dann quasi ab dem Qualifying alles zeigen. Allerdings werden wir hier ein Blitz-Qualifying machen. Ich habe nur eine Runde und die muss sitzen. Also gerade für mich als nicht gerade Quali-Experten ist das eine Challenge, aber wir versuchen es mal. Training werde ich überspringen, weil ich jetzt vor dieser Karriere mich schon ein bisschen eingefahren habe, um einfach mal ein bisschen so an die Formel 2 Boliden mich anzupassen. Einführungsrunde machen wir auf jeden Fall rein. Hauptrennen machen wir 50% und auch das Sprintrennen machen wir 50%. Man kann davon ausgehen, die Hauptrennen gehen ungefähr eine halbe Stunde. Die Sprintrennen werden ungefähr so knapp 20 Minuten gehen. Plus Anmod, plus tralala. Also wir werden auf jeden Fall auf unsere Kosten kommen. Ja, ich werde Quali und Hauptrennen in eine Folge packen, also heute. Und das Sprintrennen werde ich dann in die nächste Folge packen. Nur, dass du da auch schon mal Bescheid weißt. Zur KI-Stufe. Ja, 104 habe ich ja in einer Formel-1-Karriere gehabt. Das war zum Teil auch ziemlich heftig. Die Formel-2-Boliden sind, finde ich, schon schwieriger zu fahren. Ich mag die zu fahren tatsächlich, aber man kann taktisch nicht so krass spielen. Und gerade die Taktik war halt das, was halt in der Formel-1-Karriere mir sehr geholfen hat. Deswegen, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich gehe mal auf 103. Ich glaube, das ist aber trotzdem noch mehr als ordentlich. Ansonsten kontrolliere ich mal alles, aber das sollte alles passen. Pfeifen lassen wir alles aus, bis auf die Schaltempfehlungen. Aber eigentlich brauche ich die auch nicht. Und Wetter, klar, da kann man eh nichts ändern. Dann würde ich sagen... Ja, dann geht's los. Wir starten die Karriere als Mick Schumacher. Ich freue mich, ey. Ich habe das ja schon so lange angekündigt, als wir noch inmitten der Formel-1-Karriere waren, habe ich gesagt, boah, Formel-2-Karriere als Mick Schumacher. Wie geil ist das denn bitte? Und da haben wir auch schon das Logo. Formula 2 Championship. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, das überspringen wir jetzt alles schon mal direkt. Genau, beende die Session. Wie gesagt, wir werden kein Training machen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun. Ja, ja, das überspringen wir einfach. Das ist nie passiert. So. Jetzt aber. Die Fahrer sind bereit und wir sowieso. Was wird uns wohl heute beim Qualifying in Bahrain erwarten? Ja, ich hoffe, eine Glanzleistung von mir. Wir laden das Setup. Ich habe ein kleines vorbereitet. Und ich würde sagen, wir gehen es auch mal ein bisschen durch. Natürlich muss ich mich da erstmal rantasten an diese ganze Geschichte. Deswegen ist das Setup eher neutral, ja, gehalten. Ne? 5-6er Flügel. Hat ganz gut funktioniert. Ja, der größte Trick, sage ich jetzt einfach mal, was am besten funktioniert hat, ist tatsächlich diese 40-60-Verteilung beim Sperrdiff. Ich habe am Anfang das drin gehabt, 2080, das ging gar nicht. Das ging auch nicht, aber das hier war
War Bombe. Also das hat mir echt richtig viel geholfen. Mal gucken, ob das jetzt nur in Bahrain so ist oder ob das auch in anderen Strecken funktioniert. Ja, wir werden sehen. Aber jetzt gehen wir mal weiter im Text. Ja, relativ viel Spur fahre ich, weil ja, man hat einfach nicht so viel Grip wie bei einem Formel-1-Boliden, ne? Und deswegen, ich brauche einfach ein bisschen zackigeres Einlenkverhalten und dann muss halt der Rest einfach mitziehen. Ja, dafür verspreche ich mir gerade um so die langsamen Ecken im Mittelsektor, dass ich da halt ein bisschen gut rumkomme. Aufhängung. Ja, würde ich tatsächlich gerne hinten eine härtere fahren. Ich glaube, die hier ist zwar im Quali besser, aber ich glaube, im Rennen verspreche ich mir hier ein bisschen mehr Sicherheit tatsächlich. Und deswegen mache ich das einfach mal so. Ansonsten kein Hexenwerk, relativ neutral alles gehalten. Ich würde sagen, wir gehen auf die Strecke und ja, Parkvermehrregeln, wir akzeptieren es für beide Rennen, ja. Oh, das wird was werden. Oh, und da geht es auch schon direkt los. Keine Einführungsrunde. Ja, klar, Splitz-Quali. Also, toi, 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 ich konzentriere mich. Wow, was geht? Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, was? Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Schumacher, Sette Camara und Luca Giotto. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es ums Ganze geht. Okay, ich bringe in der ersten Folge nur das Qualifying. Es ist zwar kurz und knapp, aber hey, egal, besser wird's nicht. Ey, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich habe vor der Folge natürlich schon geguckt, wegen Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Habe mal so ein Proberennen gemacht und dann habe ich eben mal auf 104 gemacht, 103, 102. Und dann dachte ich so, ja, 103, wenn ich mich anstrenge, passt. Aber dass ich jetzt im Qualifying so abgehe, gut, Qualifying ist Qualifying, ne, das ist nochmal was anderes. Geil, ey. Und es gibt gleich 4 Punkte, ne? Qualifying gibt auch Punkte. Ist ja cool. Ja, also ich würde sagen, geiler wird's nicht. Aber cool. Aber das wird jetzt ein hartes Rennen da vorne weg. Aber ja, verlieren wir keine Zeit. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Rennen. Willkommen zur Formel 2 Weltmeisterschaft 2019. Eine neue Saison und eine neue Reihe an jungen, hungrigen Fahrern, ihre Spuren in der Welt des Motorsports hinterlassen wollen. Es gibt einige neue Namen, ebenso wie bekannte Favoriten, die Ansprüche auf den Weltmeistertitel anmelden werden. Bahrain bietet ein außergewöhnliches 5,4 Kilometer langes Rennvergnügen mit vielen Gelegenheiten zum Überholen. Diese Strecke frisst bekanntlich viel Gummi, besonders auf den Hinterreifen. Mal sehen, welche Reifenstrategie die jungen Fahrer nutzen werden. Diese könnte letztlich sogar den Ausgang des Rennens bestimmen. Neben mir in der Kommentatorenbox heiße ich heute erneut den GP2-Champion von 2012 willkommen, Davide Valzecchi. Das verspricht ein anspruchsvolles Rennen für die Fahrer zu werden, Davide. Was ist deiner Meinung nach am heutigen Tag besonders wichtig? Nun, Alex, ich bin echt gespannt darauf, wie sich die Fahrer hinten im Grid schlagen werden. Sie werden unbedingt versuchen, sich in dieser frühen Phase durchzusetzen und hoffen dabei auf ihr Glück.
Sie müssen alles aus sich rausholen und echten Kampfeswillen demonstrieren, um das Blatt zu wenden. Wir erleben heute wahrscheinlich ein paar waghalsige Manöver. Wir sind so gut wie bereit. Und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Dank einer fantastischen Leistung gestern startet Mick Schumacher von der Pole Position. Und Sergio Settecamera ist auf Position 2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Giotto, Latifi, Louis Deletra und Aitken, Hubert, Zhou, King, Nick de Vries, Gelael, Matsushita, Dorian Boccolacci und Bosho, Mazepin, Alesi, Correa und Callum Island, Calderon. Und Mahavir Raghunathan startet aus der hintersten Reihe. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Es wird also Zeit, zur Strecke zu schalten. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. Wow. Ich kann es immer noch nicht fassen. Gut, wir gehen in die Strategie. Ich glaube, wir können... Ja, ich versuche mal eine Runde länger zu ziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Probier's mal. Also laut Hochrechnung müsste es ja passen. Und ja, dann würde ich sagen, viel können wir eh nicht einstellen. Deswegen geht's direkt rein in die Einführungsrunde. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ja, so startet man natürlich gerne in so eine Karriere rein. Aber wie schon gesagt, das zweite Rennen ist in umgekehrter Reihenfolge. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, dass ich das Ding gewinne, aber ne, sollte ich es gewinnen, es wird auf jeden Fall spannend sein. Aber ich glaube, das wird schwierig. Fehlerfrei hier durchkommen. Ja, vielleicht auch kurz mal zu den Unterschieden zur Formel 1. Natürlich, klar, wir haben weniger Power, weniger Aero vor allem. Wir haben kein Erstsystem, also kein Elektromotor, wo wir managen müssen. Wir können auch selbst die Spritmischung nicht managen. Das heißt, einfach feuerfrei. Ja, fahr einfach. Ne? Es geht rein ums Fahren, was ich aber sehr geil finde. Ich bin sowieso nicht so der Riesenfan von die ganze Zeit irgendwas managen, aber man muss es halt in der F1 leider tun oder in dem Spiel zumindest. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ja, was halt bei dem Motor ist, er hat halt einen richtigen Turbo-Punch. Und deswegen sollte man gucken, dass man die Drehzahl relativ hoch haltet. Was ja gut funktioniert in der Formel 2, das habe ich nämlich auch schon getestet, sind die Starts. Man muss einfach nur Vollgas geben, man muss gar nichts beachten. Und das ist relativ geil. In der F1 habe ich ja ein bisschen Probleme jetzt gehabt, in der F1 2019. So, Reifen sind auf jeden Fall schon mal gut auf Temperatur. Wie geil ist das denn? Aber ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Das Glück von Mick Schumacher ist mir hold. So. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim ersten Rennen hier in Bahrain in dieser Formel 2 Mick Schumacher Karriere. Toi, toi, toi. Ich glaube, 16 Runden fahren wir hier. Jetzt heißt Reaktion zeigen. Okay, da kam ein bisschen besser weg, egal. Boah, Verwarnung, bla bla. Da macht er direkt zu. Ja, ich wollte jetzt keine Kollision riskieren. Aber alles gut. Naja, fahren wir Kampflinie. Ja, dadurch, dass die Bolidenleistung gleich ist, bei allen, wird das halt super spannend werden.
So, ich will jetzt den Anschluss nicht direkt verlieren. Aufpassen. Nämlich, es gibt ja auch DRS und das will ich natürlich schon nutzen. Wir sind richtig dran. Ich kann gerade die Pace vom Führenden nicht mitgehen. Ja, da sehen wir dann das, was ich ja gemeint habe mit dem Schwierigkeitsgrad. Vielleicht habe ich aber einfach auch nur eine Zuckerrunde hinbekommen im Quali. Aber jetzt egal. Erste Runde, alles cool. Ja, die Idee natürlich mit diesem Karriere-Let's Play ist ja tatsächlich mehr oder weniger schon in den ersten Let's Play-Folgen von der Formel-1-Karriere entstanden, weil man am Anfang ja in Formel-2-Boliden gefahren ist und es war ja klar, dass die F2-2019-Saison noch nachgereicht wird, also mit Mick Schumacher. Dann habe ich ja damals schon gesagt, hey, hättet ihr Bock drauf? Und dann habe ich gesagt, und dann habt ihr gesagt, ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir durch sind mit der F1-Karriere, dann machen wir das. Und jetzt sind wir hier, fahren unser erstes Rennen auf Position 2 liegend und gucken, was noch geht. Natürlich jetzt auch spannend sein, wie man mit dem Reifenmanagement umgeht. Das Setup auch mit dem Reifenmanagement umgeht, das weiß ich nämlich auch nicht. Der erste ist schon raus aus dem Rennen. Bisschen blöd hier reingefahren. Ja, hier in diesem Abschnitt kommen wir verdammt gut ran irgendwo. Haben wir auch direkt einen lila Sektor. Und das ist auch gut, dass wir da rankommen, weil da sind die Geraden. Und das war zu schnell, verdammt. Anders zu weit weg, aber wie gesagt, Anschluss nicht verlieren. Jetzt gibt es nämlich dann gleich DRS. Uah, Vorsicht. Ja, und wir haben DRS. Perfekt. Da können wir uns jetzt richtig schön ransaugen. Macht der da hinten aber auch. Ah, ich fahre immer noch einen Tick zu schnell da rein in die Kurven. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Die Linien eng halten. Ich finde, Fehler werden hier auch viel weniger verziehen. In der Formel 2. Wie zum Beispiel so ein langstehendes Rad. Das war bestimmt überhaupt nicht gut jetzt. Das ist echt blöd. Ja, der Druck ist da. So, Runde 6 gehen wir, glaube ich, rein, ne? Ja, so ist noch ein bisschen. So, jetzt die lange Startzielgerade. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Müssen wir schon anstrengen, so ist es nicht.
das Tempo der Spitze mitzugehen. Ich pass schon auf, Jeff. Ich pass schon auf. Ich finde auch, die klingen voll geil, diese Form mit zwei Boliden. Aber wenn die nur ihre 8000 Umdrehungen da drehen, oder, ja, 8,7. Ich muss hier einen Tick anders da anbremsen, diese letzte Kurve. Da lasse ich noch zu viel liegen. Aber wir sind dran, das ist schon mal gut. Ich mache noch nicht die Attacke. So risky. Na, in der Formel 1 könnte man jetzt zum Beispiel hier hinten dran bleiben, erst sparen, na, solche Spielereien, Sprit sparen, brauchst du ja alles nicht. Hier geht's rein ums Fahren und Fighten. Ich meine, klar, man will halt auch die Talente für die Formel 1 herausfinden und das kann man am besten, wenn man gleiche Voraussetzungen schafft. So, nächste Runde gehen wir rein. Mal gucken, was er macht. Vielleicht geht er jetzt auch rein. Oder jetzt schon rein, das will ich damit sagen. Reifen sind eigentlich noch okay, würde ich behaupten. Ja, da fährt Kampflinie. Oh, ich habe einen Quersteher. Ja, geht rein. Ich nicht. Okay, aber der erst schenkt er nochmal. P1. So, jetzt keinen Fehler machen. Diese freie Runde auch nutzen. Kämpfen sich da wieder ran. Oh, das war ein dicker Verbremser. Ja, Windschatten gebe ich dem jetzt nicht. Das ist natürlich nicht so geil in meiner Inlap da so einen Fehler reinzubauen. Das könnte jetzt Positionen kosten. Und ihr seht ja, wie eng das alles zusammen ist. Deswegen sage ich ja, Fehler werden hier hart bestraft. Pit in this lap and remember the speed limit will be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Alles klar. Das habe ich jetzt halt nicht geübt, die Boxeneinfahrt, aber wird schon passen, hoffe ich. Wow. Okay, ja, hat gerade gepasst. Ja, die Boxenstops gehen hier ein bisschen länger, würde ich jetzt behaupten. Oh, Teamkollege ist auch noch Box, das ist jetzt blöd. Sorry, aber ja gut.
6 Sekunden, okay. Ja, okay, da ziehen die anderen schon wieder vorne vorbei. Ja, da verliere ich auf jeden Fall eine Position. Oh Gott, okay. Dass die so viel Spin haben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, das Reifen da eine Runde früher holen bringt's halt schon. Gut, hätte ich vielleicht meinen Fehler nicht gemacht, wäre ich sogar dran geblieben an ihm. Naja, jetzt mal gucken. Immerhin trotzdem noch zwei da geblieben, das wäre auch schon mal was wert. Jetzt gucken wir mal, wie wir mit den Mediums zurechtkommen. Ich meine, in der F1-Karriere waren das genau meine Reifen. Mit denen habe ich am meisten gerockt. Gucken wir mal, wie es in der Formel 2 ist. Jetzt konzentriert bleiben, keine Fehler machen, keine unnötigen. Ist schon guten Vorsprung da, ey. Drei Sekunden. Okay. Komm. Ist noch ein bisschen was zu gehen. Aktuell habe ich das Gefühl, die kommen ein bisschen näher ran. Boah, der fährt direkt die schnellste Rennrunde. Alles klar. Komme ich immer zu weit rein. Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Da verliere ich viel Zeit im ersten Sektor. Ja, gefühlt ist die Konkurrenz gerade ein bisschen fixer unterwegs. Aber nur gefühlt. Der stärkste Sektor ist ja eigentlich der hier. Das war ein dicker Verbremser. Oh, nein, 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 nein. The gap behind us is 5.1 seconds. Das war natürlich jetzt the worst case, was hätte passieren können. Oh, nein, ey. Ja, genau das, was ich gesagt habe. Ah, das war es natürlich. Doof. Das war jetzt natürlich super doof. Great maneuver. You made it look easy. Bin auf dem da außen hin und dann habe ich voll durchbeschleunigt, aber da war halt kein Grip da und dann wie die Karre weg, oh Ray. Aber gut. Potenzial sich zu steigern ist da. Und Speed ist auch eigentlich da. Immerhin das Auto nicht kaputt gemacht. Ja, aber ich bin auf dem besten Wege dahin. Sorry.
Das war jetzt ein Assi-Überholmanöver, aber der hat ein bisschen zu früh gebremst, oder nicht? Sorry, auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt auch nicht hinter ihm warten, das ist mir jetzt egal. Wenn die Rennleitung sagt, das ist okay, dann ist okay. So, in die Top 8 will ich schon noch irgendwie, vielleicht. Das wäre schon gut, wenn es irgendwie gelingt. Dann könnte ich im Sprintrennen weiter vorne starten. Ah, dieser Dreher, ey, so unnötig. Aber naja. Wenn man halt alles will, dann kann man halt auch alles verlieren. Great work. That's a new fastest lap for the race. We're leading our teammate by 6.6 seconds. So, komm, einer noch. Das ist jetzt noch unser Ziel, auf jeden Fall. Dass wir Achter werden. Aber ja, der macht einfach die Counter-Attack hier. Scheiße. Ja, weil der hat ja jetzt auch nochmal DRS dann bekommen. Glaube ich. Oder so, keine Ahnung. Ja, musste er, ja. Ja, das ist jetzt doof, ey. Dadurch, durch den Kampf mit dem verliere ich jetzt den Anschluss ein bisschen. Aber Achter will ich trotzdem noch werden. Das ist mir jetzt egal, wie. Damit wir einfach die bestmöglichen Karten im nächsten Rennen haben. ...2,8 Sekunden, okay, das wird heftig, aber wir suchen das Beste. Ja, jetzt hat er DRS nämlich. Jetzt hat er nämlich vorher auch schon so genutzt. Aber komm, diesmal lasse ich ihn nicht vorbei.
Es wird nicht einfach mit dem im Nacken da hinten. Vielleicht kämpfen die da vorne ja noch ein bisschen. Wie ich mich da ein bisschen dadurch profilieren kann und ransaugen kann. Ja, der ist nah genug dran auf jeden Fall. Die kämpfen da vorne, das ist gut für uns. Aber die Runden werden halt auch jetzt gerade nicht mehr. Er ist schon verdammt nah dran, Mann. Ich krieg den nicht los. Na, 1,8, 1,9 Sekunden noch. Boah. Oh, die schnellste Rennrunde wird mir auch geklaut. Das war jetzt ungünstig. Das stehende Rad hätte jetzt nicht sein müssen. Okay, zwei Runden noch. 1,1 Sekunden. Ah, wieso? Verdammt. Okay. Ich glaube, damit wird es jetzt ganz schwierig. Muss ich ja so Kampflinie fahren.
Oh je, oh je. Neunter wäre so bitter jetzt. Letzte Runde. Wir haben DRS, aber wir sind viel zu weit weg. Das Problem, der hat halt auch DRS, ne? Das heißt, es bringt halt gar nichts. Eine Runde mehr! Eine Runde mehr wäre es gewesen. Schade, ey. Wie bitter. Wie bitter. Oh, aber ich glaube, wir haben noch die schnellste Rennrunde geschafft. Das war jetzt natürlich doof. Und hier kommen die Wagen in den Parc Fermé. Was für ein ausgezeichneter Sieg für das Team Dumps. Und Davide Valsecchi, was meinst du? Wie ist dieses Resultat zustande gekommen? Ich denke, das Rennen wurde durch das Reifenmanagement gewonnen. Es geht nicht nur darum, so schnell wie möglich zu fahren, sondern um Beständigkeit. Die Geschwindigkeit muss über die gesamte Renndistanz aufrechterhalten werden. Also gute Rundenzeiten bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Reifen waren der Grund für den heutigen Triumph. Dumps, ein weiteres Team mit einer langen Geschichte, das einen Sitz im Herzen des Motorsports in der Nähe von Le Mans hat, hat wieder einmal seine beeindruckenden Fähigkeiten auf der Strecke bewiesen und sich heute den Sieg geholt. Ja! Also, nichts mit einem geilen Auftaktrennen. Ein kleiner Fehler kostet mich hier massiv viele Plätze. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Sergio Settecamera übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also, Davide Valsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Oh, das ist heute nicht einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Nyck de Vries. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, ist da niemand, der meine Meinung ändern könnte. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Dumps hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Ja, dann soll es das gewesen sein. Ich glaube, an Unterhaltung hat es nicht gescheitert. Am Ergebnis leider schon ein bisschen. Aber ich meine, ganz ehrlich, das war jetzt das erste Rennen, der erste Kontakt zur Formel 2. Okay, nicht ganz der erste Kontakt. Wir hatten das ja schon in der F1-Karriere am Anfang. Aber trotzdem, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da. Vor allem in der Konstanz. Das wird sehr entscheidend sein. Speed war jetzt hier auf jeden Fall schon mal da. Und wir haben ja jetzt, wie gesagt, noch ein zweites Rennen. Das Sprintrennen, ein bisschen kürzer. Wir starten leider von Position 9. Ja, egal. Trotzdem, schön, dass du am Start warst. Schön, dass du dabei warst. Ich lasse dich einfach vielleicht mit den Highlights noch alleine. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder
bei der nächsten Ausgabe von F2 2019. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und bis dann.